Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Phasmophobia. Ja, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen rumgucken hier, ne, so die neuen Maps angucken. Und wir haben Genau. jetzt gesagt, uns ist es ziemlich egal, ob wir EP kriegen oder nicht, auch wenn es natürlich jetzt eben doof war, weil wir dachten, wir kriegen welche. Aber im Endeffekt haben wir genug Geld und im Level aufsteigen muss ich eigentlich nicht, weil es bringt ja im Eben. Endeffekt auch nichts. Außer dass das Level immer weiter steigt, aber es macht ja nichts mit dir. Du wirst ja nicht irgendwie stärker oder so. Von daher. Es ist relativ egal. Eben. Deswegen habe ich das jetzt auch wieder ausgeschaltet, dass wir unsere Sachen verlieren, wenn wir sterben. Weil wir offensichtlich durch die Einstellungen, die wir gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, sowieso nichts kriegen würden, wie man gesehen hat. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht, dann lassen wir das Ganze auch aus, dass wir nichts verlieren, weil sonst macht das ja absolut keinen Sinn. Ne, weil wir hier unsere Ausrüstung komplett verlieren, aber irgendwann nicht mehr nachkaufen können, weil wir halt einfach keine Kohle mehr kriegen. Finde ich, ist ein bisschen blöd Eben. gehandelt, aber Ja. was soll's. Wir haben genug Geld und Level. Von daher, scheiß drauf. Wir müssen nicht Level 40.299.30 oder was weiß ich, Scheiß sein. Ja, es gibt bestimmt welche, die sind deutlich über Level 10.000, kann ich mir vorstellen. Ach, Das sind dann definitiv, auch meistens diese definitiv. Leute, denen dieses Spiel nicht schwer genug sein kann. Ja. Ja. Das ist genau wie diese Wahnsinnigen, die hier Devil May Cry auf Hölle und Hölle durchspielen wollen, unbedingt. Sind genau dieselben. Genau, das sind total gestörte. Ja, komplett Nein, gestört, ja. gestört sind sie zwar nicht, aber ja. Ja, das ist halt so Nein. diese Sparte, es kann nicht schwer genug sein, es muss immer eine heftige Herausforderung kommen. Und nein, die sind nicht wirklich gestört, das war nicht böse Nee. so gemeint, aber es Ich ist halt meine, einfach nur, wenn die mein Leute Gott. das halt auf dieser Art schwer brauchen, dann sollen sie es meinetwegen spielen. Dafür gibt es Schwierigkeitsgrade, also von daher. Eben. Nur fände ich es dann Das halt sind echt die. cool, wenn es halt für jede Art von Spieler halt einen Schwierigkeitsgrad geben würde. Ich meine, guck dir mal Metro an. Das ist selbst auf normal oder ich glaube, einen einfachen Schwierigkeitsgrad gibt es gar nicht. Auf normal, du siehst keine Lebensanzeige, du siehst keine Sauerstoffanzeige, die Kämpfe sind bockschwer. Und ich habe das nach irgendwie einer Stunde damals abgebrochen, weil ich mich mehr aufgeregt habe als in allen anderen Spielen auf der Welt, gesamt. Das ist absolut nichts für mich. Und es gibt aber noch, ich glaube, drei oder vier höhere Schwierigkeitsgrade, wo ich mir auch denke, warum geht man so weit, aber hilft den Leuten nicht, die das Spiel vielleicht gerne spielen würden, aber nicht können, weil es halt einfach für diese Person viel zu schwer ist. Das ist etwas, das verstehe ich nicht, warum man da nicht noch Und einen das ist der Grund, einfacheren warum. einfügt. Und das ist der Grund, warum Sira niemals. Wie heißt das nochmal, das Spiel? Lost Soul, Dark Souls ähnlich? Naja, von Dark Dark Souls, ja. Souls weiß man ja, Elden dass das Ring, schwer Elden ist. Rings. Das weiß jeder, dass das schwer ist, egal was du machst. Ja, aber wir wissen, ich weiß zum Beispiel, dass du gern Elden Oh Ring ja, gerne oh, mal wie gern spielen würde ich das würdest. spielen. Aber es ist einfach so Ja. schwer. Wie gerne, weil ich liebe solche dark angehauchten Spiele mit irgendwelchen Unterweltkreaturen, Unterwelten und hast nicht gesehen. Ich liebe das so sehr. Ich würde Dark Souls auch gerne mal spielen, weil das ist für mich auch Inspiration für neue Art von Monstern in RPGs oder so. Das Problem ist halt, ich kann es nicht spielen, weil das halt eben sauschwer ist und ich dafür keine Geduld habe. So, jetzt lassen wir uns mal weitermachen hier. Ja, genau. Ich warte schon. Ich warte auch. Muss ich bereit drücken? Ja. Ja, hast du Ich bin hinzugefügt? bereit. Ach nee, ich bin an zweiter Stelle. Ja. Gut. Ja, dann können wir los, ne? Jo. Ins neue Camp. Diese Zuflucht im Freien wurde evakuiert, nachdem sich ein paar der Lagerfeuergeschichten zur Realität wurden. Okay, das wurde doof übersetzt. Tipp: Verwende deine Ausrüstung, um den Geist zu orten und Beweise zu finden. Nachdem sich ein paar zur Realität wurden. Ja, entweder nachdem sich ein paar Geschichten bewahrheitet haben oder nachdem ein paar zur Realität wurden. Also da ist das sich zu viel oder es fehlt ein Wort. Hallo. Hi, auch mal da. Und die Beschreibung vom Camp ist fehlerhaft. Okay. Was?
Ja, da stand irgendwie, nachdem sich ein paar Lagerfeuergeschichten zur Realität wurden oder sowas. Da war ein Wort zu viel oder ein Wort zu wenig. Ich hab mal das hier genommen, hier, das da, ne? Ja, das Übliche von dir halt, ne? So, Rose Hill heißt der Geist. Es gibt auch neue Namen. Wieder Einzelperson, ja. Reinige den Bereich mit Räucherstäbchen, Foto vom Geist und Parabolmikrofon wieder. Das nehme ich wieder mit. Okay. Diesmal wissen wir ja, ab wann das Parabolmikrofon nämlich zuschlägt. Erst dann, wenn auch wirklich eine Aktivität stattfindet. Also, wenn er halt irgendwas tut. Mhm. So, ganz kerzengeradeaus ist der Generator. Hinter dem Lagerfeuer, geradeaus. Das ist das, was wir schon kennen, oder? Ja, das ist bloß in klein. Ah, okay. Oh ja. Hey, guck, das ist kleiner. Ja. Oh, ich komme hier nicht vorbei. Nein, ich bin Alter. Du kannst hier auch nicht. Bei mir stand, wir sollen aufpassen, was wir sagen. Der Geist stimmt uns zu. Ja, deswegen. So, take off all your clothes. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wie macht man den Generator wieder an? Aufziehen erstmal. Ach nee, den nicht. Hä? Wie macht man das? Doch, grün drücken. Ach so, auf den grünen Knopf. Ach so, ich dachte, den muss ich einfach so irgendwie anklicken. Wo bist du? Hier auf den Knopf. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Was hast du? Knochen. Ich hab das Reacher-Brett gefunden. Das liegt hier. Ich glaube, da brauchen wir aber noch dieses komische Schiebedings. Hört ihr das? Ja. Ja. Wo bist du? Oh, Marshmallows. Ach, guck, hier versteckt man sich zum Beispiel, ne? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Alter, was hat die denn für Schritte? Ja, oder wahrscheinlich auch hier. Ich verstehe. Gib uns ein Zeichen. Eieieiei. Wir wollen nur Freunde mit dir sein. Guck mal hier, Sira zum Beispiel. Komm mal her. Ja. Wo bist du? Hier, guck mal. Hier zum Beispiel. Siehst du das? Ja. Wenn du dich hier hinter hockst. Ah, das zählt als Versteck. Das ist ein Versteck. Ja, da habe ich vorhin schon um die Ecke so ein paar Sachen gefunden. Genau. Die wo auch so aussahen. Hier kleine Mini-Zelte kann man jetzt auch aufmachen. Hier hat ein Handy vibriert. Alter, bin ich erschrocken. Nein, das war das direkt neben mir, das im Zelt lag. Ja, aber hier war auch ein Handy. Guck mal. Ja, aber das hat direkt neben mir vibriert. Das war voll laut. Gib uns ein Zeichen, du. Bitte. Da ist gerade was geflogen. Das Ding ist gerade geflogen. Und hier wobbelt dieses Ding hier. Geflüstert. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass das Thermometer hier draußen eigentlich gar nichts bringt? Wow, hier ruckelt's. Foto vom Geist. Sie war genau hinter mir.
Das ist die alte Oma. Ja, die ist mir voll nachgelaufen. Ich hab nur zusehen können, wie sie ihr nachgelaufen ist. Da hab ich gemeint, jetzt machst du ein Foto. Ich dachte, das wäre schon Hand, Alter. Nö. Aber hier hatte ich irgendwo niedrige Temperatur so ein bisschen. Ich muss noch mal gucken. Hier habe ich 6 Grad. Ja, ich glaube, das ist nicht hier draußen. Ich glaube, das zählt nicht wirklich. Ja, muss der Geist in irgendeinem Zelt sein? Ich habe leider keine Ahnung. Überall. Diese also Camps. Alle optionalen Aufgaben sind erledigt. Wir müssen nur noch rausfinden, ob der Geist ist. Okay. Also er ist ziemlich straight Sira hinterher gemacht, ne? Ja, der ist mir hinterhergelaufen. Voll und ganz ignoriert. Oh, hier hatte ich gerade 4 Grad. Durchklappt. Temperatur hier drin, hier draußen? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier in diesem Zelt habe ich unter 10. 8 Grad, 9, 7, also knapp 8. Könnte hier sein. Leg hier mal das Büchlein hin. Oh, die hat da was rumgekickt. Die hat das Ding hier rumgekickt. Oh, hier ist 3 Grad. Hier drin. Wo drin? Hier. Ja, wo? Hier. Ach, da. Ja, 1 Grad habe ich hier. Wo ist Buch? Ich hol noch mal die Box. Kannst du Notep auch das Vita-Board nehmen können? Ich glaube, wir müssen nur so aktivieren, damit wir es haben. Ja, aber wir müssen auch noch das Ding finden, womit wir das Vita-Brett benutzen können. Nee. Bist du hier? Doch. Nein. Dieses Schiebeding fehlt. Das muss man erst finden. Nein. Das ist schon dabei. Das ist da quasi bei. Das okay. Ist Quatsch. Alter. Ich glaube, ich gerade aus dem Bild gehuscht oder war das dein Licht? Das war, glaube ich, mein Licht. Hm. Glaubst du, gehst was? Ich glaube, ich gehe einfach mal das Vita-Bot fragen, in welchem Zelt es ist. Meine Sanity sieht nur noch ganz gut aus. Unser aller Sanity ist noch okay. Okay. Aber ich glaube, ich warte noch einen Moment, bis es nicht mehr auf 6 Grad steigt und so. Klick, 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 klick. Oh, es geht gerade runter. Wer kommt mit? Ich, Moment. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Na? Wo bist du? Oh, warte mal, wenn du das Ding benutzt, ich hole mal das EMF. Okay. Ich habe EMF in der Hand. Ah, gut, okay.
Ich muss das erst anmachen. Ich versuch's grad. Mach du mal. Ups. Ah. Wo bist du? Das Ding fehlt Picknick. Wirklich, da ist nix. Na, geht nicht. Picknick. Fertig? Ich glaube ja. Auf kurzer Hand. Ja. Hat einer gesehen, wo sie herkam? Ja, hier aus der Ecke. Ja, die kam von da vorne. Das ist definitiv dieses Zelt hier. Oder hier die Ecke zumindest. Ich würde mal hier vielleicht so noch was nehmen. Ja, Cam, ich stell das hier mal um. Warte mal. Bei dem Witcher-Board gefehlt? Ja, nee, das hat nicht gefehlt. Das musstest du nur theoretisch hinzufügen. Indem du was drauf drückst. Jetzt ist es kaputt. Ja, jetzt ist es kaputt. Aber du kannst das nur einmal benutzen, oder wie? Ich glaube, bei mir ist es jetzt kaputt. Bei mir gar nichts. Wo ist es bei denn? Ist komplett zerbrochen. Oh, aber ja, ich hab's tatsächlich. Das ist komplett zerbrochen. Ich hab's gerade in der Hand gehabt und hab's mitgetragen. Das ist kaputt. Ich habe meine Kamera verloren. Seht ihr irgendwo hier eine Kamera auf dem Boden liegen? Warum hast du die Kamera verloren? Hier liegt sie, hier weil liegt sie. Da, weil ich sie wegschmeißen musste. Damit ich die Kamera. Aber die bei mir ist es oh, haben wir Gefriertemperaturen? Ich habe hier gerade Atem gehabt. Ich hol mal das Thermometer. Hier, nimm mal. Ich sehe hier gerade rein. Ja, minus. Oh Gott. Okay. Das war strange. Die Tür war noch offen. Das war nur ein Dings, kein Hand. Aber das Dingens hat gekrisselt. Ist das mittlerweile auch, wenn sie nur sich zeigt? Ja. Oh, Alter, wie soll man denn erkennen, dass sie jagt? Oh, Alter, hat die mich erschreckt, ey. Wie erkennt man denn? Wie erkennt man denn mittlerweile bitte, dass sie es jagen anfängt? Wenn die kompletten. Das ist doch so bescheuert, ey. Doch, also diese Pro-Gamer, die sagen dir sofort, ja, zack, das neue Event bleibt stehen. Ich weiß aber nicht, woran man das ausmachen kann. Ich glaube, das musst du halt echt viel spielen, um das irgendwie zu schnallen, aber ich, keine Ahnung. Unfassbar. Naja, aber wir haben Gefriertemperaturen. Ja, immerhin. Eins von drei. Fingerabdrücke. Ich gucke die ganze Zeit auch schon nach Fingerabdrücken und ich sehe keine. Im Übrigen stand die gute Frau hier, als sie sich gezeigt hat. Die stand genau da. Okay. Ich habe schon wieder diesmal ich mein EMF verloren. Da liegt er, hier. Hier, direkt hier.
uns ein Zeichen. Aber bitte ein freundliches. Ich wüsste nicht, was man noch nachgucken kann. Jetzt nicht mehr. Dachte ich jetzt mehr. Ich glaube, der Geist ist zu hart. Da ist gerade ein Kegel geflogen. Ja, und Dragomir ist tot. Oh, was? Ja, da hinten ist er. Ich habe mich schon gewundert, so, hä, das war ja aber voll schnell. Was ist, hat mein Kollegen getötet? Wir sollten gehen. Ja, das stand das letzte Mal auch schon da. Alter. Ich nehme mal Sanity-Pillen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, da nochmal reinzugehen. Also ich glaube, Fingerabdrücke können wir ausschließen, weil ich renne die ganze Zeit mit diesem Ding durch die Gegend und habe einfach nichts gesehen. Hm. Was fehlt denn noch? Ja, hat Spaß. Naja, Dots könnten wir noch gucken. Ja, das Dot ist ja auch schon die ganze Zeit da. Ja, aber nicht da, nur da in ein Zelt rein und nicht. Aber draußen, das sind doch zwei, da liegen doch zwei. Einmal draußen und einmal im Zelt. Ja, aber nicht hier, oder? Da ist es da unten auch Dot. Nee, das eine nicht. Blip, blip, blip. Da ist ein Dot. Ja, in dem Zelt. Ups, das bin ich. Das ist aber kein Dots da vorne, oder? Nee, das ist eine Lampe. Ja. Was meint... Huch! Du kannst mir doch hier kein Ding an den Kopf schmeißen. Schmeißt mir hier ein Buch an den Kopf. Ist kein Hand, die Tür ist offen. Ich wollte trotzdem sicherheitshalber rausgehen. Durch die Wand gehen, Stück rückwärts. Dreh dich ein bisschen nach links.
Der Hand sollte vorbei sein, oder bin ich jetzt alleine? Nee, bin ich nicht. Ich bin noch da. Ja, dann komm bitte her, nimm sie den Tipp und geh doch nicht mit 6% bis 9% da rein. Ich wollte eigentlich nur das Buch hinlegen. Den Ball habe ich gerade übrigens nicht geworfen. Alter, bin ich gerade von dem Quietschen von der Tür erschrocken. Wir haben Dotz, der ist ins Zelt reingerannt. Okay. Ja. Was? Wenigstens etwas. Ja, Dotz haben wir auf jeden Fall. Dotz. Also ein Jurai oder ein Oni? Ja, also entweder brauchen wir noch EMF Level 5. Oder Geisterorb. Jetzt stehen wir bei dir und beobachten die Kamera. Ja klar, als ob ich da nochmal rausgehen würde. Ich bin ja bescheuert. Ah, schön. Aber nee, das ist deine Kamera. Ich dachte schon, das wäre ein Orb. Ich habe übrigens die ganze Zeit das EMF gehört, tatsächlich. Dann würde ich einfach sagen, EMF Stufe 5. Ja, wenn man die Wahl hat zwischen Orb und EMF und sieht auf der Kamera kein Orb, ist es meistens immer EMF. Ja, ich habe ihn hier sozusagen gesehen, da wo das Zelt ist. Ist er reingerannt. Ich sehe hier kein Orb. Dann müsstest du trotzdem Dots sehen. Ah, wie hell. Ich mache jetzt EMF, ich habe keinen Bock, da nochmal reinzugehen. Ich auch nicht. So, ist ein Oni. Ist Ende der Uni. Geschichte. Du hast ein Oni zu sein, hast verstanden. So, liebe Dragomir, Uni. Wirf bei uns etwas, wenn du dann eingetragen hast. Gut, hat sie. Passt. Also dann tschüss, ne? Ich mag nicht mehr. Ich mir auch langt's. Nicht mehr. Ja, richtig wäre es gewesen. Ja. Sehr gut. Juhu. Oh, wir haben kein einziges Foto gemacht, scheinbar. Doch, habe ich. Ja, da steht aber Fotos 0. Ja, aber ich habe vom Knochen gemacht. Ja, aber da steht da, glaube ich, allgemein, weil wir ja nun keine Punkte kriegen. Nee, weil ja, dann wäre alles andere auch durchgestrichen. Ich habe sogar Fotos gemacht von der Jagd. Du bist gejagt worden und habe ich ein Foto von der Olden gemacht. Na, im Grunde ist es ein Jahr egal. So, das war's wieder für diese Folge. Danke fürs Zugucken und beim nächsten Mal kommt das neue Asylum. Yep. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also tschüss! Ciao.